Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LOL. Diesmal bin ich alleine, also ohne TS. Ich dachte, das kann ich ja auch mal ausprobieren. Vielleicht findet ihr das gut, vielleicht nicht so gut. Ich hoffe, dass diesmal die Audioqualität ziemlich gut ist, weil auch die letzten beiden Aufnahmen vom Gameplay her auch vollkommen in Ordnung. Doch ich werde die nicht hochladen können, weil entweder bin ich zu leise und die anderen viel zu laut oder ich bin viel zu laut und die anderen viel zu leise. Ah, ich würde mich richtig freuen, wenn das hier funktioniert. Also, im Jungle haben wir einen Blitzcrank, was Frauen wollen. Eigentlich ein cooler Name, finde ich, als Blitzcrank. Hat hier auch schon gewordet. Denn in der Midlane haben wir einen Six namens Chromagnon. Dann haben wir auf der Botlane den Nidalee als Vanny und Gamgam02 als Lucian und ich als steife Socke mit Rengar auf der Toplane. Ich weiß selber nicht, was die Gegner davor haben mit ihrem Team, aber ich hoffe, dass ich nur einen auf der Toplane bekomme und dass Chaco trotzdem jungeln geht. Er kann ja ohne Smite. Finde ich aber selber nicht so gut, da man schon Smite braucht, später für Baron und Dragon. Das wäre nicht klug. Mist. So. Atrox immer anharassen auf Early Leveln. Der drückt aber Schaden. Scheiße. Nein! Ah, scheiße. Das war richtig schlecht. Es tut mir leid, ich habe richtig gefailt. Das kommt aber nicht mehr vor. Oh, das war... Nee. Das kann man gar nicht beschreiben. So schlecht war das. Ja, ich bin eben aus dem Gebüsch rausgegangen. Ich wollte über einen Minion fliehen, weil ich mir das 1-on-1 gegen ihn nicht erlauben kann. Oh, cool. Und dann bin ich doch gelaufen und hatte Angst, dass er mich gleich im Early tötet, weil dann wäre das, der wäre vorbei für mich in der Lane. Ja, steckst du aber ein hier. Oh, der Damage. Schon hart. Ich denke mal, das wird noch. Außerdem hat er auch Levelvorteil durch die ganzen Minions. Ich kriege ja keinen Farm. Ah. Nein. Kommt. Also, wenn man gegen Aatrox jetzt schon so im Early verliert, dann hat man richtig Probleme. Weil eigentlich finde ich, dass Rengar gut gegen Aatrox ist, aber ich habe das durch diese behinderte Aktion da richtig versaut. Sowas kann man auch behindert nennen. Oh, vielleicht kann ich da jetzt was reißen. Okay, passive raus, passive raus. Scheiße! Komm, komm. Nein, komm. Nein! Oh. Mein Gott. Oh, ich habe noch nie gegen Aatrox solche Probleme gehabt. Der Typ kann ihn spielen. Ich hatte das anfangs auch schon so vermutet. Wenn, sobald die Leute Aatrox ein bisschen besser spielen können, dann ist er... Ja, dann wird er richtig stark, der Champion. Hat er richtig viel Potenzial. Genauso wie mit Zed. Anfangs dachte jeder, bäh, der Champion kann nichts. Und jetzt richtig oft gebannt, weil die Leute ihn plötzlich spielen können. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu schwer. Aber dieses Video würde ich, trotz dass ich hart faile, auch hochladen. Nein. Ich versuche ihn so ein bisschen aus der Ferne anzuharassen. Und da kommt mein Jungler. Komm, 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 mach doch was. Nein! Pro. Okay, der Aatrox. Der weiß wohl, wie man provoziert.
SS Aatrox. Okay. Nein! Ey, das kann doch nicht angehen. Komm. Nein! Ey. Das Spiel ist nicht mehr für mich. Oh. Richtig unglücklich hier. Ich hasse ihn. Er hat aber kein... Checo könnte kommen. Könnte wirklich kommen. Ich nehme jetzt nur noch hier mal schnell die Wave mit. Und dann hau ich ab. Das wird mir dann auch zu riskant. Da braucht er hier auch nichts weiter machen. Wir müssen den Fackeln. Okay. Oh. Mal ein Ward mitbringen. Immer gut. Ja, sieht man. Shaco. Shaco top. Immer ansagen. Ich hab 30. Oh, er hat auch mehr Farm als ich. Ja, jetzt hat er Sustain ohne Ende. Passiv hat er auch bald wieder. Ich denke mal, mit einer Triple Q und Ignite könnte ich ihn eventuell sogar töten. Aber wenn er keine Passive hat. Okay, ich versuche es mal. Okay, jetzt war ich eine Triple Q, dann musst du ein SQ und ein Ulti drücken und dann... Komm. Komm. Nein, komm. Nein! Oh, Leute! Die Triple Q ist zwar durchgekommen, aber ich habe ihn nicht töten können. Ich denke mal, er baitet mich. Shaco ist bestimmt hier in der Nähe. Ah. Blitzkrieg ist gestorben. Oh, weiß nicht wo. Lebt er auch wieder? Nein. Nee. Scheiße. Checo ist so... Übler Gengar. Wenn man nicht wardet. Ich hatte ein Ward. Ja, der zerreißt mich, der Junge. Okay, was ich jetzt machen werde, ist nur noch farmen. Ich farme nur noch. Ich mache nichts mehr anderes. Also nicht... Sonst nichts mehr. Nicht mal so richtig riskant, sondern nur farmen. Okay. Oha, das Spiel könnte richtig schwer werden. Jetzt kriege ich da auch meinen Tower. Ich kann mir das 101 gegen ihn jetzt nicht mehr leisten. Scheiße. Ich brauche unbedingt Hilfe hier. Ich verliere auch mal meine Lane. Ah, dabei sagte ich, dass... Nee, ich kann mir keinen Fight mehr gegen ihn leisten. Ich muss ghosten. So. Ja, Blitzcrank Jungle, da sieht man's. Das bringt nichts. Er hat auch kein Farm. Und die Hilfe durch einen guten Jungler könnte ich jetzt richtig gut gebrauchen. Ulti, Ulti. Oh, scheiße. Nee. Sehr schön, unser Lucien räumt ein bisschen auf. Fuck.
hoffe, das wird irgendwie noch was. Scheiße, Mann. Ich muss das doch irgendwie noch schaffen. Gibt es da überhaupt noch irgendeine Hoffnung, die Lane hier zu gewinnen? Also, er hat mich ja schon einfach gedived. Er hat viel mehr Farm als ich. Auch wenn sein Farm allgemein nicht so gut ist, trotzdem hat er mehr als ich. Ist er ja. Ja, guckt es euch an, jetzt habe ich keine Chance mehr gegen ihn. Der zerstört mich. Zwei Level über mir. Da brauche ich unbedingt Hilfe. Ich kann da nichts machen. Ersten Kill hat er richtig gut gespielt, auch mit seiner Passiven und so, habe ich ziemlich unterschätzt. Zweiten Kill durch einen Gang und dann hat er halt den dritten Kill einfach so geholt, indem er mich gedived hat, ey. Ist doch behindert. Oh, sehr schön, Turret. Das könnte gut sein. Er sustaint sich auch einfach wieder hoch, ne? Das ist echt krank. Was? Oh nee. Was soll... Der Kill, der hätte mich vielleicht sogar zurückbringen können und dann... Was sollte das denn? Jetzt mal ehrlich. Ich hab schon so harte Probleme. Ich hab eigentlich nichts gegen KS, aber... Wenn das Spiel schon so schlecht läuft, dann auch noch ein Kill... Ich glaube, das wisst ihr selber, was ich meine. Wie frustrierend das ist. Ich denke mal, das kennt ihr selber. Nimmt mir das nicht zu übel, dass ich auch mal meine Lane verliere. Oh, ich kann auch nicht wirklich viel machen. Den Tower, ich hoffe, den kriege ich, ey. Selbst wenn ich dabei sterbe, bitte. Atrox ist wieder da. Keiner von ihnen hat TP. Weg hier. Oh, hätte ich nicht geghostet, wäre ich mit Sicherheit gestorben. Zumindest Turret für Turret jetzt schon mal auf der Toplane getradet. Das ist sehr schön. Und ja, was kaufe ich mir jetzt? Erstmal Brutalisierer. Kette kann ich erstmal vergessen. Ich komme mal nicht an Kills. Ob ich die Kette jetzt überhaupt hole, weiß ich nicht. Ich denke mal, dann brauche ich wirklich... Ja, etwas Leben. Wenn ich jetzt voll auf Damage gehen würde, das würde mir nicht viel bringen, da ich nicht dominiere. Oh. Pass bloß auf hier. Nicht, dass Aatrox da gleich einfach von hinten kommt und die das... Lol. Ja, da meinte ich. Aatrox hat viel mehr Farm als ich. Nicht gut. Ja, ich versuche hier noch ein bisschen zu farmen, weil das ist wirklich das Einzige, was ich jetzt noch machen kann. Und hoffen, dass mein Team was reißt, weil ich muss einfach farmen jetzt. Sonst komme ich nicht wieder zurück ins Spiel. Unsere Nidalee scheint aber gut zu sein. Ich versuche währenddessen top zu pushen. Werden die da töten? Die töten? Good job, Team. Yeah, das freut mich. Aber richtig. Die räumen da ein bisschen auf.
durch Teamplay und ich kann hier oben in Ruhe farmen, Split pushen, um auch selber wieder zurück ins Spiel kommen und ja, Geld und all drum und dran. Ich habe Ulti, das heißt, ich bin eigentlich sicher. Okay, bei sowas immer erstmal die Minions killen, außer Double Q auf Tower, das kann man machen. Ansonsten Minions killen, weil eure Minions machen einfach viel mehr Schaden auf Turrets. Okay, ich habe jetzt leicht Angst. Kommen die? Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Komm, 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 komm. Ja. Da kann ich auch hier zurück in den Busch laufen. Und kann mich hier backporten. Damit rechnet er nicht. Cool. Jetzt kann ich auch mal Black Cleaver zu Ende bauen. Und bin sicher. So. Auch so ein Trick. Einfach das machen, was die Gegner nicht denken. Also, man hat gesehen, der Aatrox hat mich voll unterschätzt. Weil ich auch 3 Kills behind bin. Aber ich bin Rengar mit... Ich war fast auf dem gleichen Level wie er und konnte ihn mit halbem Leben und Ignite einfach schnell wegbürsten. Man hat gesehen, ich bin auch selber richtig schnell tot gegangen, da er auch Feed hat und durch Jayco, aber mit meiner Ulti konnte ich noch entkommen. Das war ziemlich gut, ja. Und jetzt habe ich auch Red Buff. Yeah. Pechsträhne vorbei. Ich weiß nicht, den würde ich nicht kriegen, der würde einfach wegspringen. Aber wie sieht das? Was kann ich machen jetzt? Toplane wäre. Kann ich hier nicht einfach schnell weghauen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht so richtig ausprobieren. Da bin ich noch etwas vorsichtiger. Ich weiß nicht, hau ich den um? Nee, ich habe keine Ignite. Nee, dann lasse ich's. Ich glaube, Jayco ist hier irgendwo. Das mache ich auch echt mal gerne. Einfach nur, weil er damit nicht gerechnet hätte. Genau. Ich wusste, dass er jetzt in den Jungle geht, wie jeder normale Jungler, um die Jungle Creeps zu machen. Oh, ja, Flash gebaitet. Das ist sehr schön. Und darum habe ich geultied, um zu gucken, wo er ist. Und habe ihn dann ja auch erwischt, ne? Und jetzt kann ich den Mid-Tower auch umhauen. Ja, super, wenn du da stirbst. Ich weiß gar nicht, was du da machst. Und habe jetzt noch einen extra Kill und hoffe, dass ich somit auch wieder zurück im Game bin. Wir brauchen einen kleinen Tank. Kann das sein? Das habe ich gesehen, dass der Jayco da kommt. Das sieht man immer, wenn da hier so diese Bla oder dieser Rauch kommt, dann weiß man, dass er springt und unsichtbar wird. Und ich glaube, der Gute hier ist tot. Können wir nicht helfen. Ja, nee, können wir nicht helfen. Das war ein Overextend. Vielleicht kann ich jemanden hier wegklatschen. Denn Rengar ist ja auch so ein Assassin. Der schnell mal jemanden, wenn er ohne irgendjemanden in der Nähe ist, mal weghauen kann. Okay, doch nicht. Kaylee ist hier auch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist ja vielleicht doch gar nicht so die beste Idee. Egal. Ich denke mal, jemand muss den Mid-Tower halten. Unbedingt. Ich push top raus. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht in der Mitte. Wir haben Turret. Hier hätte ich vielleicht da bleiben sollen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch so viel gebracht hätte. Boah, das war aber knapp. Meine Fresse. Die kriegen das dahin. Dann kann ich wieder Split pushen. Das, was ich ja am liebsten mache. Sehr schön. Kann ich ihn. Nee, kann ich nicht. Was macht die Niederlieder eigentlich? Warum hilft die Blitzcrank nicht? Und hängt da oben ganz greedy irgendwo herum.
Ich habe meine Ultimate nicht, das heißt, es ist riskant. Oh, ist jetzt Shaco tot? Das ist gut. Ich weiß jetzt aber nicht, wo Aatrox ist. Oh. Hallo, Lux. Das war dumm von ihr. Aber richtig dumm. Da hat man gesehen, da ist sie ein bisschen zu nah mit halbem Leben. Hat mich auch wieder unterschätzt. Jetzt einfach Ultimate. Nein! Oh mein Gott. Das war aber... Wow. Das wusste ich nicht, dass er das kann. Well played. Ach, du Heilige. Oh, miese Sache. Also, geht der gegnerische Shaco. AD, AD. Oh, AP, AD. Ah, Hybrid ja eigentlich auch. Ah, ich denke mal... Ich würde schon gerne die hier holen, aber auch gegen Aatrox jetzt und Shaco würde ich schon das hier bevorzugen. Ui. Richtig schön gespielt von Galio nochmal. Weil er hat mich ja getauntet, während ich in meiner Ulti war. Und dann kann ich mich ja nicht bewegen. Boah, erstmal ein Schlückchen nehmen. Und das bricht meine Ulti denn ja ab. Da muss ich aufpassen. Das wusste ich so direkt noch nicht. Ah, er hat keine Passive mehr. Das heißt, eventuell könnte man ihn ja wegklatschen. Die sollen da unbedingt aufpassen. Haut er ab. Haut ab. Ich will nicht, dass er stirbt. Okay. Jetzt versuche ich meine Triple Q. Boom, tot. Da habt ihr die Triple Q gesehen, das ist Burst ohne Ende. Und dann noch die normale Combo. Ich hatte sogar noch hier das hier. Das hätte ich auch noch einsetzen können. Aber das war schon ein krasser Kampf, ey. Hätte ich nicht erwartet, dass da noch so viel Widerstand gibt. Ah, da unterschätzt er mich schon, ne? Man merkt es und ich pushe jetzt einfach weiter. Ja, wir holen hier die ganzen Turbits, das ist sehr gut. Ich glaube, ich bin jetzt auch richtig zurück im Spiel. Sorry wegen den Early Fails, aber das war da zum Teil echt gut gespielt von Aatrox und Shaco auch, der gute Gang von ihnen. Muss ich schon sagen. Richtig schön gespielt auch von denen. Gefällt mir auch, wenn das auch mal eine größere Herausforderung ist. Und nicht einfach alles umrotzen und ein richtiges Stompfest von einer Seite. Ich versuche hier schnell den Red. Ach du Heilige. Weg hier. Krieg ich den? Schade. Hat er mir genommen. Oh. Weg hier. Oh, unbedingt jetzt hier. Oh, das war doof von ihm. Oh, er drückt aber Schaden, ne? Ich mach mal Ulti. Da unterschätzen sie mich aber gewaltig. Yeah. Das war aber knapp da. Der hat aber noch Widerstand gezeigt. Da sieht man, Lux direkt umgehauen. Dann waren sie gleich einer weniger, denn direkt auf Aatrox gegangen. Der konnte dann auch nicht mehr so viel. Und ja, dann halt mit Teamplay auch noch was gerissen hier. Ich gehe lieber B. Ja, das war dumm, das wusste ich. Da hätte ich dir auch nicht helfen können. Auch wenn man sich mal meine Items anguckt, dann sieht man auch, dass ich nicht so die Dinge Items zurzeit habe. Aber gut.
Ich hole mir jetzt noch das hier und dann hole ich mir Sunfire. Auch ein gutes Item eigentlich auf Rengar. Das schreibt er nie wieder, Bits Jungle. True Story. Rechtschreibfehler. Ups. Oh, ein Dragon. Das ist sehr schön. Okay, Aatrox geht B. Nee, da bin ich lieber nicht reingesprungen, weil man hat gesehen, mein Team wäre mir nicht gefolgt so richtig. Und darum lieber mal nicht. Und eigentlich hätte ich mir auch die Kette langsam holen können, weil ich komme langsam an meine Kills. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt noch so gut ist. Oh, Lucia muss aber aufpassen. Wenn der tot ist, dann ist GG. Dann haben wir kein Damage mehr. Zack. Boah. Boah, das sah aber mal umgerotzt hier. Boah. GG, well played. Have a good evening. Also, Fazit. Anfangs richtig schwer gewesen. Ich hatte richtige Probleme, aber mit der Zeit, wenn man versucht, in Ruhe zu farmen, ein bisschen vorsichtiger spielt und wenn der Gegner dann anfängt, dich zu unterschätzen, Vorteile ausnutzen, gebt euer Bestes, niemals aufgeben, niemals Jungler kommt nicht oder sowas, sondern weitermachen. Und dann habe ich es im Endeffekt doch noch geschafft und mit meinem Team haben wir gewonnen, dass die Gegner aufgegeben haben. Ja, sehr schön. So, hier sind nochmal die Stats. Ich war nachher von 0-3 sogar auf 9-4. Man merkt, Early Lane, also im Early, die Lane-Phase ist nicht immer so das Wichtigste. Und hatte sogar das zweitmeiste Gold nach Lucian vom gesamten Spiel her. Ja, also, da, ja, die Kaylee und die Lux haben auch ziemlich versagt, muss ich sagen. Und nochmal bei Damage Deal. Ja, da sind wir ziemlich weit vorne, aber Lucian, der kriegt einen Horner. Der hat ziemlich gut gespielt, der Junge. Ja, ansonsten, ein allgemein Damage-Deal hat trotzdem unser Lucian und auch der Aatrox. Ja, und Damage-Taken hat auch der gegnerische Aatrox am meisten. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und... Schreibt in die Kommentare, fandet ihr es gut, fandet ihr es schlecht, was hätte ich besser machen können? Ich bin gerne bereit für konstruktive Kritik und freue mich sogar richtig darüber. Na gut, man sieht sich. Ciao, ciao.